Ich freue mich ganz besonders, heute mit Ihnen über eine Morgenroutine zu sprechen, die ich selbst in Deutschland mit eingeführt habe. Das warme Zitronenwasser mit Honig. Im Jahre 1993, als ich meine zweite Ayurveda-Klinik aufgebaut und konzipiert hatte, trank Deutschland morgens noch Kaffee. Heute scheint es mir, dass Zitronenwasser im Mainstream angekommen ist. Denn ich erhielt kürzlich den Ernährungstipp einer großen deutschen Krankenkasse, warmes Zitronenwasser mit Honig. Doch leider hat sich bei der Zubereitung des Zitronenwassers bei vielen ein Fehlerteufel eingeschlichen. Ich verrate Ihnen gleich, was Sie nicht falsch machen sollten. Immer mehr Menschen beginnen ihren Tag mit einem warmen Zitronenwasser. Ich bin von den Vorteilen dieser sanften Routine seit den 1980er Jahren auch sehr überzeugt, als ich die ayurvedische Medizin von den führenden indischen Vaidyas, das sind die ayurvedischen Ärzte, erlernen durfte. Ich selbst trinke es übrigens jeden Morgen seit dieser Zeit. Doch leider lese ich oft, dass nur geraten wird, heißes Wasser zu kochen und Zitrone und Honig zuzugeben. Das stimmt so nicht ganz, deshalb werde ich jetzt mit Ihnen zusammen ein Zitronenwasser kochen, Schritt für Schritt, und Ihnen erklären, wie es richtig funktioniert. Ich habe hier schon mal den Wasserkocher angestellt. Sie füllen etwa einen halben Liter in den Wasserkocher ein. Es geht dann auch recht zügig, bis das Wasser kocht, und wir füllen das Wasser dann in eine Kanne um, damit es abkühlen kann. Das Wasser sollte kurz aufgekocht haben. Und während wir jetzt ins Bad gehen und unsere Morgentoilette machen, lassen wir das Wasser abkühlen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, und den machen viele falsch, weil sie gleich die Zitrone und den Honig bzw. einen Algarven-Dicksaft oder einen Ahornsirup für die Veganer in das heiße Wasser einfüllen. Und das macht die ganzen Enzyme, die Vitamine, alles kaputt, wenn es zu heiß ist. Deswegen abkühlen lassen, bis wir es trinken können. Wir schneiden jetzt die Zitrone. Eine halbe Zitrone auf einen halben Liter ist vollkommen ausreichend. Für diejenigen von Ihnen, die Zitrone möglicherweise nicht so ganz gut vertragen, sollten halt dann mit weniger anfangen, vielleicht nur eine Viertelzitrone oder nur ein paar Zitronenspritzer. Sie sollten aber die Zitrone erst auspressen, wenn Sie wirklich wieder aus dem Bad kommen, sonst verflüchtigen sich die ganzen schönen Inhaltsstoffe der Zitrone, wie die Vitamine, insbesondere natürlich das Vitamin C, aber auch das Beta-Carotin ist in der Zitrone reichlich enthalten. Das ist die Vorstufe des Vitamin A, das ja für unsere Augen, unsere Sehkraft sehr, sehr wichtig ist. Wenn das Wasser jetzt nun abgekühlt hat, dann geben wir diese Zitrone hinzu, und zwar so weit abgekühlt, dass Sie es trinken können, dass Sie es gut trinken können. Das entspricht dann etwa 40 Grad. Und was wir als nächstes hinzufügen, ist der Honig. Das hat nicht nur den Zweck, das zu süßen, eigentlich weniger, sondern der Honig hat einen stoffwechselanregenden Effekt, und genau das wollen wir ja erreichen. Über den gastrokolischen Reflex wird die Peristaltik in Gang gesetzt, und das bedeutet auch, dass eine Darmentleerung viel leichter geht. Das rühren wir dann auch etwas um. Und dann, wenn wir ihn trinken können, füllen wir ihn ein in eine Tasse, oder Sie können natürlich auch einen größeren Becher verwenden. Sie sollten etwa einen halben Liter davon gleich am Morgen trinken. Hier jetzt die ganzen Vorteile, die Sie sich damit morgens gleich mal sichern. Zitrone ist eins der basischsten Lebensmittel, die es gibt. Sie entsäuert, obwohl der saure Geschmack eigentlich dieser Funktion widerspricht. Zitrone baut Stoffwechselrückstände ab, weil sie unser Verdauungsfeuer stärkt. Zitronen enthalten viel Kalium, Magnesium, Calcium und Natrium. Das ist übrigens der Grund für die entsäuernde und basische Wirkung. Außerdem natürlich Vitamin C, aber auch Beta-Carotin, das ist die Vorstufe zu dem Vitamin A,
was zum Beispiel für die Augen sehr wichtig ist. Der Honig gilt als eine der wertvollsten bekannten Lebensmittel, was der Ayurveda bereits vor Jahrtausenden erkannt hat. Er enthält über 240 nur bekannte natürliche Substanzen, darunter Vitamine, Aminosäuren, Enzyme und Mineralien. Ihre Kombination ist absolut einzigartig. Sie sollten aber bitte darauf achten, einen guten Honig zu sich zu nehmen. Er enthält wie die Zitrone auch sehr viel Vitamin C, eines der allerwichtigsten Antioxidantien. Das sind Radikalenfänger. Sie puffern also freie Radikale ab. Und Vitamin B, den Treibstoff für unsere Nervenzellen. Aber auch die Mineralien Kalium, Calcium, Magnesium und Natrium, wie die Zitrone. Wichtig ist, dass Honig zwar Zucker enthält, aber eben komplexen, langkettigen Zucker, der viel gesünder ist. Und jetzt kommen wir zu dem Fehler, den sehr viele machen. Sie kochen einfach heißes Wasser und geben sofort Zitrone und Honig rein. Das ist falsch, weil erstens die Vitamine der Zitrone zerstört werden und zweitens Honig stark erhitzt, seine Wirkung verliert, sogar negative Effekte hat. Wenn man Honig erhitzt, wird aus Nektar Gift, sagt eine alte ayurvedische Weisheit. Das bedeutet, entscheidend ist, dass Sie das Wasser abkühlen lassen. Hier mein Tipp. Sie stehen morgens auf und gehen als allererstes in die Küche. Kochen heißes Wasser, das können Sie im Wasserkocher machen, gießen es in eine große Tasse oder in eine Kanne um und machen dann Ihre Morgentoilette. Wenn Sie fertig sind, ist das Wasser bereits abgekühlt und Sie können die Zitrone und danach den Honig hinzufügen. Nehmen Sie pro halben Liter eine halbe Zitrone, frisch ausgepresst und einen Teelöffel Honig. Aber Sie können auch Ihre eigene Mischung finden, zum Beispiel eine ganze Zitrone auf einen Liter Wasser und Sie süßen, so wie es Ihnen angenehm ist. Natürlich können Sie den Honig auch weglassen. Veganer können den Honig auch durch Ahornsirup, Agavendicksaft oder Kokosblütensirup ersetzen. Es kommt beim Honig aber nicht so sehr auf die Süße an, sondern dass sowohl das warme Wasser, die Zitrone und der Honig nämlich den Stoffwechsel anregen. Wenn Sie partout keine Zitrone mögen, trinken Sie nur ein großes Glas warmes Wasser oder Sie beginnen mit ein paar wenigen Tropfen Zitrone. Eine Alternative ist auch Apfelessig. Wenn es zu stressig morgen ist, dann trinken Sie nur zimmerwarmes Wasser. Wichtig ist nur, dass es ein großes Glas oder im Laufe des Vormittags sogar eine ganze Kanne ist. Wenn Sie Ihr Zitronenwasser oder das Wasser mit Apfelessig oder nur das warme Wasser trinken, regen Sie den gastrokolischen Reflex an. Das bedeutet, Sie regen die Peristaltik, die Darmbewegungen an und begünstigen so eine frühe Darmentleerung. Man kann sagen, Sie werfen auf sehr sanfte Art und Weise Ihr ganzes System an und fahren es hoch. In meinem Ayurveda Reset Kurs, das ist ein Entgiftungs- und Ernährungsumstellungskurs, spielt natürlich auch das köstliche Zitronenwasser eine ganz wichtige Rolle. Vor allem aber stellen wir Ihre Alltagsgewohnheiten auf den Prüfstand und etablieren 30 Tage lang gute, gesundheitsfördernde Strategien, um so fit, so attraktiv, so dynamisch wie möglich zu bleiben und voller Lebensfreude älter zu werden, eben ohne zu altern. Das nenne ich Slow Aging. Konnte ich Sie in diesem Video für das warme Zitronenwasser mit Honig am Morgen begeistern? Dann fangen Sie morgen damit an. Sie werden es genießen. Ganz herzlich, Ihr Ulrich Bauhofer. Thank you.